Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir müssen uns hier hinter dem Baum verstecken, denn beim letzten Mal unter Wasser haben wir einfach ein Tiefseemonster gefunden. Das stimmt, das war riesengroß und es ist da oben irgendwo bei uns im Aussichtsturm rumgeschwommen, ja. Wenn hier das miese, fiese Monster sieht. Denkst du, es kann das Glas hier kaputt machen? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall riesig, sah aus wie so eine Art Krabben, Hummer, Fisch, irgendwie sowas. Das stimmt. Aber diese Größe macht mir eher Angst. Und vor allen Dingen, als wir oben waren, haben wir auch gesehen, dass es einmal tief runtergetaucht ist. Das heißt, es kann definitiv schwimmen. Ist ja auch ein Tiefseemonster. Also wird irgendwo tief auf jeden Fall wohnen. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig noch da ist, wo wir es beim letzten Mal gesehen haben. Aber wir haben uns vorgenommen, nicht wirklich aktiv hier zu sein, wenn wir es sehen. Denn wir wollen es natürlich auch nicht anlocken. Wer hat hier eigentlich wieder die Hühner rausgelassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ist da los? Wir werden die aber nie wieder da reinbekommen. Das ist viel zu anstrengend. Naja, okay. Wir müssen mal ganz kurz oben schauen, ob wir es sehen. Falls wir es sehen sollten. Gewitter ist natürlich auch noch da. Müssen wir gucken, dass wir es irgendwie abschießen. Ich habe schon irgendwie vielleicht an, ja, Geschütze gedacht oder irgendwelche Waffen oder Speere. Und vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, wir dürfen das Wasser auf keinen Fall berühren, da dort die ganze Zeit die Blitze einschlagen. Eben. Also, wenn wir das Wasser nämlich berühren, haben wir es schon mal gemacht. Und wenn ein Blitz kommt, sind wir einfach, ja, dem Strom direkt ausgesetzt. Also, da vorne war es, ich sehe es jetzt gerade nicht, aber es könnte sein, dass es hinter dem Turm jetzt ist. Wir können mal ganz kurz nach oben gehen. Ansonsten haben wir beim letzten Mal auch die Luftröhren erweitert, was auch sehr gut ist. Jetzt die Sache, draußen regnet es wieder. Wir müssen mal schauen, dass wir hier irgendwo eine 360 Grad, ja, Sicht haben. Hier sehe ich, ich muss leider eins weiter runter noch. Okay, hier sehe ich gerade nichts. Gewitter ist noch da. Dann gucken wir mal hier auf der Seite. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir es hier gesehen. Aber da sehe ich es gerade auch nicht. Ist auch weit und breit ganz und gar nichts. Nee. Ich schaue mal ganz kurz hier durch, ob es hier irgendwo ist. Aber ich sehe hier auch ganz und gar kein Tiefseemonster. Nein. Okay, dann eventuell hier nochmal ganz kurz nachschauen. Aber ansonsten könnte es auch sein, natürlich, dass es sich verkrümmelt hat. Hoffen wir es mal. Aber wenn es wieder kommt, haben wir ein Problem, ne? Das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, wir warten immer noch weiter ab, bis das Gewitter vollendet ist. Wir haben auch noch eine Aufgabe von den Eismenschen. Die haben uns ja auch geholfen. Und wir haben den Eiscreme versprochen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie schauen, wie wir hier Eiscreme bekommen. Ich glaube, wir haben eine Nachricht. Fünf Stunden. Was ist denn da los? Ist irgendwas in 5 Stunden? Hast du einen Termin? Nein. Musst Wer hat du uns zum die Zahnarzt geschrieben? Oder musst du zum Augenarzt mal wieder? Ich lese mal vor. Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie Interesse daran haben, das Gewitter zu beenden, dann müssen Sie das Tiefseemonster innerhalb 5 Stunden töten. Wir akzeptieren nichts anderes. In der Zeit wird das Gewitter abgeschaltet. Viel Glück. Was ist denn da los? Moment mal. Wir müssen in 5 Stunden das wegschnetzeln? Wie sollen wir das denn schaffen? Wo ist es überhaupt? Ich weiß es nicht. Wir müssen es finden, wegschnetzeln. Oh nein, was ist das denn? Aber bedeutet es denn jetzt auch wirklich, dass das Gewitter abgeschaltet ist? Ich höre es gerade zumindest nicht. Aber es regnet auch nicht mehr, glaube ich. Nee, aber wenn es abgeschaltet ist, Epic, dann hat es auch jemand angeschaltet oder wie? Stimmt, irgendjemand kann hier das Wetter steuern, beziehungsweise das Unwetter steuern. Wer kann sowas? Und vor allen Dingen, wer hat uns den Brief denn hier gelassen? Es ist sehr förmlich, also sehr geehrte Damen und Herren, die wissen auf jeden Fall unsere Namen nicht. Wir gucken mal. Oh mein Gott, es ist klarer Himmel. Tatsächlich. Kein Gewitter. Das Wasser berühren. Kein Regen. Natürlich. Du kriegst keinen Stromschlag. Wie gut ist das denn? Oh, aber Epic, wir müssen aufpassen. Wenn wir innerhalb von 5 Stunden das Tiefseemonster wegschnetzeln müssen, haben wir halt auch nur 5 Stunden Zeit. Und wir wissen nicht, wo es gerade ist. Und wenn wir es nicht schaffen, wird das Gewitter wieder angeschaltet? Ja, wahrscheinlich. Ich muss mich ausrüsten. Ich habe ein bisschen Diamantrüstung, aber mehr Diamantrüstung wäre bestimmt gut. Und da müssen wir mal schauen, wo könnte es denn sein? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Es könnte überall hier sein. Ja. Vielleicht ist es bei der Stadt. Es könnte bei der Stadt sein. Es könnte wahrscheinlich irgendwo
in der Tiefe sein, dass mich das mal so blöd dahinstellen. Lass erst mal gucken. Diamanten wären echt cool und deine richtig gute Rüstung. Okay, da habe ich ein paar Diamanten. Hast du noch Rüstung? Ich habe keine Rüstung. Ich schau mal ganz kurz hier okay. unten. Haben wir noch ein bisschen Eisen oder auch noch ein paar Diamanten für mich? Ich habe Diamanten für dich. Ach, ja. So, dann habe ich einmal eine komplette Rüstung für mich und dann mache ich dir nochmal alles. So, ich mache mich auch jetzt nochmal schön fertig. Also, ich habe jetzt nochmal ein paar Diamanten mit. Oh nein, ich habe mir eine Hose aus Versehen gemacht. Ich brauche gar keine Hose. Oh nee, warte mal. Gotcha. Ich habe nochmal 15 Diamanten mit. Ich habe meine Schwimmausrüstung mit. Und guck mal, hier ist für dich auch noch ein Diamantschwertchen. Oh, dankeschön. Denkst du, wir haben irgendwie noch eine andere Waffe außer ein Schwert? Ich bin mir nicht ganz Water sicher. Water Breathing? Ich meine, wir könnten es mal mitnehmen, wer weiß. Vielleicht müssen wir irgendwo wirklich tief runter. Was haben wir hier noch? Harming, aber als nicht Splash Potion leider. Wir haben jetzt hier den Fischstick, aber der macht auch nicht wirklich viel Damage. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Was sehr sad ist, aber... Oh doch, guck mal an. Nee, Invisibility, Swiftness. Nee, sieht schlecht aus. Ja, sieht schlecht aus. Ich nehme noch das Radio mit. Falls das Tiefseemonster keine Musik mag, dann haben wir auf jeden Fall was Gutes. Okay, lass raus. 5 Stunden ist, wie gesagt, nicht lang. Wo gucken wir zuerst nach? Oder wollen wir zuerst in die Stadt laufen? Und wir können zuerst in die Stadt laufen und dort mal nachsehen. Ich würde auch sagen, dass wir eher schauen, dass wir es von unten als erstes sehen, als dass wir schwimmen und es uns entdeckt, weil dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Okay, und dann hoffe ich echt, dass es nicht zu stark ist. Also, ja, zu zweit haben wir auf jeden Fall eine bessere Chance als alleine. Aber wenn diese anderen Leute da schon irgendwie Probleme mit dem haben, dann weiß ich nicht, ob wir das alleine hinbekommen. Oh, oh nein, ich habe echt ein bisschen Angst insgesamt. Und wir sind oben. Hier ist immer noch alles barrikadiert. Ich glaube, die Stadtbewohner haben auch gar nicht richtig mitbekommen, dass das Gewitter aufgehört hat. Und ich sehe... Ja, nix. Okay. Ich sehe auch nichts. Ich schau mal ganz kurz hier in die Richtung, aber hier ist nirgendwo ein Tiefseemonster. Okay, ins Wasser können wir ja jetzt wirklich ohne Probleme. Nein, da ist nix. Wo könnte es sein? Wir haben 5 Stunden Zeit, es zu suchen. Es ist viel zu kurz. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Oh nee, Epic, das bedeutet, wir müssen rumschwimmen. Ich sag's dir, es ist am besten von oben. Ich sehe da eins. Oh, du siehst mich. Hallo. Oh, du bist voll fies. Okay, von oben können wir am besten runterschauen, weil unten ist es relativ dunkel. Stimmt. Ich ziehe jetzt nochmal ganz kurz meinen Schwimmanzug an, dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Okay, wir können einfach mal geradeaus schwimmen und gucken, ob wir da was finden. Ansonsten schwimmen wir nach hinten oder nach rechts oder nach links. Und irgendwo werden wir schon irgendwas finden, hoffentlich. Okay, wir waren hier hinten nochmal bei den Eismenschen. Da sehe ich es aber auch nirgendwo. Wir könnten auch mal hinter die Insel schwimmen, wenn du möchtest. Vielleicht ist da irgendwas. Ist da nicht sogar noch das eine Boot, wenn ich mich nicht täusche? Tatsächlich stimmt. Vielleicht ist es dort ja irgendwo in der Nähe. Epic, ist es an Land. Oh, du hast recht. Warum ist es an Land? Da vorne ist es. Was ist denn da los? Und es hat, okay, es ist auf jeden Fall böse. Oh. Denkst du, es macht viel Damage? Ich glaube schon, vor allen Dingen vorne mit den Schnappern passt da bloß auf. Stimmt. Oh. Okay, 5 Stunden. Wie gesagt, 5 Stunden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es kommt direkt, es kommt direkt. Pass auf, Epic. pass auf. Es greift mich an, es greift mich richtig doll an. Ich habe 2,5 Herzen nur noch. Ich kann es nicht wegschätzen. Ich brauche Diamantrüstung. Warte, warte, warte. Du lenkst kurz ab, lenkst kurz ab. Warte, warte, warte. Da ist es. Okay. Ich habe leider keinen Bogen oder so dabei. Ah, ich kann mir Water Breathing geben. Hast du ihm schon einmal wehgetan? Nein, doch kein einziges Mal. Oh Gott. Hey! Okay, das ist richtig krass. Komm ich hier dran? Ja, ja, ja. Ich habe einmal Damage gemacht. Es ist ja super stark. Schauen, wie es mich wegschubst. Okay, vielleicht von unten. Ah, jetzt, guck mal. Machen wir Damage? Wir machen gar kein Damage. Warum machen wir kein Damage? Viel aus. Schau mal, wie stark es ist. Geh's ins Wasser bringen, geh ins Wasser. Ja, vielleicht ist das unsere Sache. Vielleicht von unten. Okay, Epic, es hat mich gerade. Oh, pass auf. Okay. Warum machen wir ihm kein Damage? Nein, wir machen ihm kein Damage. Nein, gar nicht. Das ist zu stark für uns. Das stimmt. Oh nein. Oh Gott. Okay. Na, hä? Guck mal, wie oft wir es jetzt getroffen haben. Nicht ein bisschen, vor oder? Vor allen Dingen mit 2 Diamantschwertern. Das hat nicht mal 1 Millimeter Leben verloren. Oh, kein Wunder, dass die gesagt haben, dass wir das machen sollen. Das ist einfach unmöglich. Oh nein, wie sollen wir das denn machen? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht brauchen wir bessere Rüstung oder so. Okay, Rückzug, 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 Rückzug. Ja. Was ist da los? Oh Gott. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir wirklich andere Rüstung. Oder halt irgendwie ein Schwert oder sonstiges.
Ich weiß nicht, was wir machen könnten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, da hinten schwimmt er noch. Lass mal lieber wieder zurück. Wir müssen irgendwas anderes. Oder stärk uns brauen ganz schnell, oder? Stimmt, das irgendwie ist eine gute Idee. Ja, wir müssen viel, 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 viel stärker sein. Und warte mal. Siehst du das da unten? Was ist das denn? Das sieht ja richtig komisch aus. Vor allen Dingen, ist das eine Art Höhle oder Felsspalt? Irgendwas auf jeden Fall. Ich gebe mir mal Water Breathing, falls es irgendwie... Hey! Entschuldigung! Irgendwas in der Richtung sein sollte. Oh, tatsächlich, das sind Unterwassermühlen hier. Schau mal, wie cool das aussieht. Schau mal! Oh. Okay, ja gut, das hilft uns aber überhaupt nicht weiter. Ist ja gar nichts. Warum wird mir hier Herz des Tiefseemonsters angezeigt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das das Herz des Tiefseemonsters? Oh, was ist das denn? Ist das sein Zuhause? Oh mein Gott, Epic, wenn es sein Zuhause ist. Dann wird es gleich da sein. Oh, oh. Deswegen war es hier in der Nähe, weil sie her wollte. Und denkst du, ich kann ihm auch Damage machen? Tatsächlich, wir können ihm einfach Damage machen. Was oh mein Gott, los? Wir können. Warte mal, wenn wir das Herz des Tiefseemonsters wegschnetzeln. Wird das Tiefseemonster auch weggeschnetzelt? Oder vielleicht wird das schwächer. Stimmt, weil das sein Herz weg ist. Das klappt ja richtig. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Und das Herz wurde weggeschnetzelt. Das ist perfekt. Wie gut ist das denn? Und Epic, wir müssen gucken. Es könnte sein, dass es jetzt schon hier ist. Oder auf der anderen Seite, wir müssen uns ganz schnell beeilen. Oh, yeah. Und tatsächlich, es ist hier. Tatsächlich, das Tiefseemonster. Denkst du, es ist wieder böse auf uns? Ich glaube, das ist sehr doll böse auf uns. Oh nein. Aber ich glaube, wir sollten ihm jetzt mehr Damage machen können. Ja, okay. Tatsächlich. Oh mein Gott. Wie gut ist das denn? Es klappt gut, es klappt gut. Und es ist hier absolut gefangen. Es kann uns kein Damage machen. Oh mein Gott. Dann können wir es wegschnetzeln. Ja, ja, ja. Wir schaffen und wir haben es in unter 5 Stunden geschafft. Du, oh, das sieht von unten aus wie so eine Spinne. Oh, oh nee. Oh, noch ein bisschen gerade, noch ein bisschen. Schnetzel ist weg. Oh, oh Gott. Nein, ja, es hat Damage gemacht. Das macht Damage, das macht Damage. Wir haben es. Oh mein Gott. Lauf, bevor es irgendwie am Ende nochmal kommt. Schnell. Und Epic, wir haben es wirklich geschafft. Es regnet nicht mehr, es donnert nicht mehr. Tatsächlich, wir haben das miese, fiese Unterwassermonster weggeschnetzelt, beziehungsweise auch das ja, Herz. Ja, Gott sei Dank haben wir das gefunden. Ich glaube, sonst hätten wir es niemals geschafft. Das war viel zu stark mit dem Herz, das ne? Das stimmt. Ich hoffe nur nicht, dass es jetzt irgendwie wiederkommt, aber es sah eigentlich relativ weggeschnetzelt aus. Ich hoffe, das reicht den Leuten, die das wollten. Und das Gewitter bleibt auch aus. Und das bedeutet, wir können jetzt ganz normal wieder weiterleben. Wie cool ist das denn? Und wir können wieder jederzeit ins Wasser. Oh, aber das stimmt. Ist so seltsam, dass es irgendwie Leute gibt, die das Wetter an- und ausschalten können. Mich würde auch sehr interessieren, wer das genau war. Aber vielleicht machen wir ja mit denen nochmal Bekanntschaft irgendwann. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.